Der Opel Zafira mit 2,7 Millionen verkauften Modellen der graue Star in der Opel-Familie. Nicht aufregend, nicht auffällig, sondern vernünftig und variabel. Eine Philosophie, die funktioniert. Und das seit 1999. Seitdem hat sich einiges getan. Bei der neuesten Generation fallen die Veränderungen allerdings kaum auf. Das ist also der neue Zafira. Man muss schon etwas genauer hingucken, um das zu erkennen. Es ist eben nur ein Facelift. Da wurden also nur so ein paar Kleinigkeiten geändert. Und am deutlichsten sieht man das in der Front. Hier sind nämlich die Tränensäcke des alten Modells verschwunden. Hier zum Vergleich mal das alte Modell. Der Grill ist anders, diese Chromspange verbindet jetzt die Scheinwerfer. Und die sind auch neu, nämlich LEDs. Insgesamt sind die Karosserieveränderungen minimal. Doch innen gibt's was Neues. Neben den kosmetischen Kleinigkeiten ist der Sinn eines Facelifts, das Auto auf den neuesten technischen Stand zu bringen. Dass es hier passiert, kann man am 7 Zoll Touch-Display erkennen. Das gibt es in der neuesten Infotainment-Generation von Opel. Außerdem ist das Ganze kompatibel mit Apple CarPlay oder Android Auto. Der Testwagen wird von Opels 2 Liter Diesel angetrieben. Und da gibt es von Anfang an ein Problem, den Preis. Fast 31.000 Euro. Das ist natürlich nicht ganz so günstig. Es gibt aber noch andere Motorvarianten, also nicht nur den Diesel. Ab Werk stehen sogar Erd- und Flüssiggasvarianten zur Verfügung. Das günstigste Modell ist allerdings der Benziner mit 120 PS. Die Preise beginnen knapp unter 22.000 Euro. Der hier, der Diesel, 170 PS, was jetzt nicht so nach wahnsinnig viel klingt. Aber es ist ja ein Diesel. Und deswegen 400 Newtonmeter Drehmoment bereits ab 1750 Umdrehungen. Und das hat einen ordentlichen Punch. Also der geht nach vorne. Wenn man jetzt eher so sparsam herumrollt, wie ich das gerade mache, mal einen höheren Gang einlegen und dann so zwischen 1 und 2000 Umdrehungen unterwegs ist, dann ist das noch nicht so richtig schnell, wenn man dann ans Gas geht. Aber wenn ich jetzt runterschalte und dann so in diesem Bereich 2000 Umdrehungen bin und dann aufs Gas geht, dann zieht der richtig kräftig nach vorne. Das würde man dem Motor gar nicht zutrauen. Und man würde es dem Auto auch nicht zutrauen. 1,8 Tonnen Gewicht, das ist gar nicht so wenig. Und der ist schnell. Also auch nicht nur für einen Van, sondern generell. Wo wir gerade hier in den Kurven sind und ich am Schalten bin. Getriebe, nicht so gummiartig, wie ich das erwartet hätte. Ist ja vielleicht so ein Opel-Phänomen, dass es so ein bisschen gummig ist. Ist aber noch ein bisschen hakelig. Also wenn man schnell schaltet, dann bleibt man manchmal so ein bisschen hängen. 3-4 geht, aber 2-3 hoch und zurück, das ist nicht ganz so optimal. Aber es ist kein Sportgetriebe und man wird hier auch nicht wahnsinnig hackespitze Manöver machen und hier durchballern durch das Getriebe. Deswegen für das Auto passend, wirklich wunderbar. Es gibt auch noch die Automatikversion, die kostet aber 1.295 Euro mehr. Und das kann man sich ehrlich gesagt sparen. Das hier ist ohnehin ein Auto, was eher für vernünftige Leute ist. Vernunft bedeutet aber nicht, dass man keine Ansprüche stellt. Wer einen Van kauft, hat schließlich Erwartungen. Deswegen muss der Zafira vor allem eins bieten. Platz. Davon hat er eine ganze Menge. Bis zu 1860 Liter Kofferraumvolumen bei umgeklappter Sitzbank. Und natürlich gibt es optional noch die dritte Sitzreihe hier hinten im Kofferraum. Und jetzt, ja, hat man hier eine ganze Menge Platz. Nicht nur für die Sachen der Kinder, sondern gleich für einen kleinen Kinderspielplatz mit Schaukel, Rutsche und Klettergerüst. Um dem Zafira einen Hauch von Sportlichkeit zu verleihen, gibt es sogar ein adaptives Fahrwerk. Opel nennt diese Option FlexRide. Wie war das noch gleich mit der Vernunft? Eine Sache, auf die man auch noch verzichten kann, ist das adaptive Fahrwerk. Das funktioniert zwar wunderbar, hier vorne mit Knöpfen anwählbar, 3 Stufen normal, so wie ich jetzt gerade unterwegs bin, dann Tour, was das Fahrwerk und auch die Lenkung so ein bisschen entspannter macht, für lange Strecken gedacht, ein bisschen weicher insgesamt. Die Lenkeinflüsse sind dann auch nicht so stark, also man nimmt nicht auf einmal jede Spurrille mit und muss am Ende kurbeln und zusehen, dass man das Auto irgendwie auf der Straße halten kann. Das ist eher der entspannte Modus. Und dann gibt es hier Sport und die Gasansprache wird jetzt auch ein bisschen strammer. Alles wird insgesamt, zieht sich so nach unten, spannt sich an, wird straffer. Die Lenkung reagiert auch ein bisschen empfindlicher und ich frage mich, während das so passiert, warum? Das ist ein Zafira, das braucht man eigentlich nicht hier. Also der kommt auch wunderbar klar ohne diese ganzen Spielereien. Und das hier kostet 980 Euro Aufpreis. Das Geld kann man sich sparen, das braucht man nicht. Der Opel Zafira. Nach wie vor variabel und vernünftig. Nur bei der Aufpreisliste muss man vorsichtig sein. Gut, dass man auf viele Extras verzichten kann.
Ich habe ein Astra-Trauma, ehrlich jetzt. Im Prinzip bin ich eigentlich im Astra groß geworden. Meine Eltern hatten zuerst einen Kadett E